Also willkommen zurück bei Hearthstone mit dem Maru und dem Kapuzenwurm. Hallo. Hearthstone sind wir wieder am Start. Und wir müssen das wieder bestrafen, selbst züchtigen. Kapuze, du fängst Woo! an. No. Okay. Baby, baby, baby. Baby, baby, now. Oh, damn it. Ah, jedes Mal stirbt ein Teil von mir weg, merke ich, weißt du? Ja, so die Geisel der Arena, der Magier. Ja. Bevor er sich Du, ich beschwert, war. es geht halt darum, dass einfach nur. Oh, ein Konter drüber. Oh! Man fühlt sich recht besser, weil man merkt, dass beide Seiten einfach kacke sind. So, man Also denkt sich so, jetzt können wir du mal bist einen genauso kacke wie ich, ist in Ordnung. Mal gucken, ob wir einen Biber bibern können. Ja, aber dann Biber, das ja. Eigentlich müsste jetzt. Oh, ein Legendary Biber. Eigentlich müsste jetzt die Galaxie so in zwei geteilt werden. Das war ein Dass da legendärer noch. Biber. Oh Gott! Lammerock, was? Der spielt einen Biber? Ja, ein Legendary Biber. Als Schock werde ich jetzt noch eine Hallorenkugel wieder essen. Aha. Okay. That's interesting. Dann tu doch bitte weiter, was du da vorhattest. Coin. Zwielichtdrache. Alter, gell? Und wir machen Feuerball für 7. Lunk. Ein fairer Trade unter Bibern. Das war sowas von Top-Deck gerade. Oh Gott, Ja. das Biber-Karma. Das ist so schrecklich. Ja, gell, man merkt so, man hat auf alles eine Antwort, aber man will gar nicht mehr spielen. Ah, ein Mana fehlt. Das soll eine Waffe sein. Ich hätte aber trotzdem mit dem hier reinhauen. Damit wir nächste Runde den wegpingen können. Ohne Probleme. Weil Ja. entweder er haut den hier und dann muss er hier pingen. Also den hier pingen. Das heißt, wir haben keinen Nachteil dadurch. Oder er haut hier rein, pingt den, können wir pingen. Also ist es so für unseren Besten in dem Wir Moment. müssen den Sonnenbrunnen Ah. retten. Gut. Aha, oder Damit trade wird ein Blizzard gerufen. Blizzard! Ja, Mann. Oh, ist das so weh. Oh, mein Herz pocht. Mein Aber Herz pocht. wir machen es gegen einen Biber, Kapuze. Muss dir immer vor Augen halten. Wir machen es gegen einen anderen Ja, Biber. aber man fühlt sich so übermächtig, weißt du? Man fühlt nicht so, als wäre der Gegner eine Herausforderung. Man denkt so, I know this shit. It'll happen. Wieso du. Also, kannst du ja nicht mehr. Leider nicht kein Mann, ja. Vom Flamestrike für 1. Der Torben, der Torben. Torben, der Worgen. Oh, ein Strike, Strike, Strike. Oder, okay, ist auch in Ordnung. A Frost Blitz. Du kannst ihn aber auch wieder zurück auf die Hand holen, gell? Just saying. Ich überlege gerade, ob ich das machen möchte. Oder duplizieren. Nee, duplizieren Nee, ist besser. ich hol mir wieder auf die Hand. Echt? Aber, okay, gut, gut. Bin der Das ist Man. Flamestrike-Bait. Hier schlicht einfach nur, dass ich jetzt Flamestrike mache, dann kann ich nächste Runde Ysera ausspielen. Der hat aber noch kein Chip gespielt. Ist richtig. Der wird einen haben. Das war ein Flame Cheat. Strike! That was the Ich hab vier flame! Karten, die Flame ich erst Strike! riskieren. Flame Strike! Strike! Okay, Ysera Was the macht das super. Wir haben noch einen Flamestrike Flame! in der Hand jetzt. Flame Oder einen besseren Strike! Zweig, einen 2-Mana-Flamestrike. Flame Strike! Und er hat keinen Sheep. Mein Schild für Argus! Oh, jetzt kommt Bibert! Kater! Das ist nicht mal Biber, weil das ist das, die kann Jetzt. Ah, jeder haben. das ist Ultra-Biber hier. Die Fähigkeit ist Das auch ist nicht Biber. mal die. Ja, eben, Bam! aber das ist kein Biber, weil das ist. Das ist einfach nur Gamma! Yes! Biber in your face! Biber! Das ist anders verdient, legendärer Magier!
What are you thinking of? Ehrlich, also da kann man sich freuen. Wenn man gegen eine andere Kaste gewinnt, nicht. Aber gegen Magier ist okay. Die haben ihn halt voll weggebiebert, ne? Weil alles, was er ausgespielt hat, geschiebt, Feuerball, Blizzard. Und dieser Rage der Mende, meine Magie wird euch in Stücke reißen. Das war halt die. Das ist so, also wenn du schon am Thron sitzt, ist es die Krone, die du dort bekommst. So, weißt du? Das ist wie wenn ich den CSGO als Hacker beschimpft. Genau, das ist so, nur weil man halt so geil spielt. Oh, jetzt wird das Spiel direkt die Biber-Sachen in die Hand drücken, aber wir brauchen noch Early Biber-Sachen. Ja. Obwohl, wir haben ja eigentlich nur. Ah, jetzt haben wir billige. Okay, die Hand ist scheiße. Ja, das hoffen. Stimmt. Wir haben halt sehr viel 2 und 3. Wir haben irgendwie 12 Karten, die wir ziehen können, die besser sind als das. Ja, das ist schon eine. Was denn? Ja, der Armani. Achso, Early. Ah, der schon wieder gegen den Biber. What is happening? Why is everyone playing Biber? What is that shit? Dankeschön für eine kostenlose Karte. Das ist ungefähr das Pendant zu einem Dennis, also einer Holy Smite ins Gesicht gegen Dennis. Magier. Ja, ist einfach nur 2 Schaden für einen Mana. Mario, ich komm gleich. Eine Minute. Ich frage mich. Gespielt. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Jetzt sind das so Biber. So, nächste Runde haben wir so viele Optionen, das Board zu klären. Silbermond wird nicht fallen. Ich will 2 davon haben. In die bessere Position dadurch. Haben jetzt auch Chancen gegen Frostelementare und Co. Beide Schieb schon raus, ist die Frage. Muss ich denn mit einem Frostbolt machen jetzt diese Runde? Auf volles Gesicht dorfen. Machen wir es so. Was sieht so dann auf dem Mana? Jetzt können wir den Masernwurm schon hochbuffen mit den Kontrollkarten. Ich muss immer noch mal 2 Mana in den 5-2 investieren. Das heißt maximal 3 Mana zum Ausspielen. Kettekicke wäre jetzt noch fies. Aber das okay, das ist gut für ihn. Seriously? Oh. Wie sieht's aus, Maru? Haben wir schon was? Hast schon gute Sachen verrichtet? Ja, ich habe jetzt gerade Kältekegel für 1 Million rausgehauen, aber da bin 5-2 und 5-2 beteiligt. Aber er hat jetzt halt quasi die Wahl gehabt, den zu töten einfach. Er hat jetzt quasi 10 Schaden schon genommen, obwohl er den hätte töten können. Hat lieber den Mana-Würm platt gemacht. Seine Entscheidung, aber ich wüsste nicht, warum das tun sollte. Ich meine, jetzt mache ich den hier. Das soll eine Waffe sein. Und zerkarten. Das war's. Und wir sind dann beim Board, wo ein Flamestrike nicht schön ist für ihn. Nächste Runde spiele ich einen Schlägspucker aus. Mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Den Spucker oder spielst du The Blizzard? What are you doing, man? Tell me, what are you doing? Nö. Spooker? Ich bait den Flamestrike. Ich bait den Flamestrike. Ich bait den Flamestrike. You want the Flamestrike? Correct. You want the F? The F. You want the Fire Blast. The F. Ah, das ist der F-Ball. Ist auch gut, ein Feuerball für den ist super. Geht jemand in die Serie. Und no, der ist so gierig. Schieß auf den Fisch. Greedy Bastard! Jetzt bestrafe ich jetzt mal direkt mal wieder, ne?
Hast du gelesen, was WhatsApp jetzt neu gemacht hat? Nein. WhatsApp hat jetzt neu gemacht, also ich hab's bei mir noch nicht. Aber WhatsApp hat zugemacht, dass jetzt alle Nachrichten, wenn du eine Nachricht mit dem anderen schickst, dann war, wenn es angekommen ist, waren ja immer zwei blaue Haken, oder? Mhm. Genau. Zwei Haken, zwei graue. Damit es da ist. Und jetzt mach so, wenn derjenige die Nachricht aber auch gelesen hat, werden die Haken blau. Ja, super. Und das ist halt irrsinnig kacke. Also ich hasse das. Ich bin sowieso generell so ein Handyfeind. Weil man merkt es immer mehr. Ein Kumpel ist ausgerastet, weil ich ihn nicht zurückgeschrieben habe. Obwohl du die Nachricht gelesen hast quasi. Und das nervt mich so, weißt du, ehrlich, das Handy fühlt sich an wie ein Gefängnis. Wenn du nicht zurückschreibst, die Leute sind sofort pissed auf dich. Es ist schrecklich, wie weit es mit dem Handy gegangen ist und es ist so nervig, ehrlich. Ich vergesse eigentlich schon quasi mein Handy sehr, sehr gerne daheim. Eben wegen sowas. Du bist so, du liest eine Nachricht und der fragt dich gerade irgendwas und man möchte jetzt nicht antworten, man möchte jetzt nicht da sein, man möchte jetzt was anderes machen. Man hat einfach kurz Zeit, Ruhe zu gucken, aber jetzt nicht Zeit darauf. Ja, man hat gerade nicht den Kopf dafür, weißt du, man ist ja niemandem was schuldig. Also, damals, wir Kapuze sind so eine Vergangenheitskapuze. Aber ganz ehrlich, echt jetzt so greedy, geht er wirklich ins Face, der Depp? Nee. Aber ehrlich, das nervt mich, dass man immer Handy, immer erreichbar. Unglaublich. Was macht man? Ihm nicht lieber zwei Zwerge geben als das war smart, nicht schlecht. Was war das für eine Karte von ihm? Das war Zwerge verduplizieren, die wir auch haben. Ja, was? Der was zwei. Genau. Es gibt. Das heißt, das beides hat er kein Flash in der Hand, der kann maximal top decken, weil er braucht da. Genau, er hat die Wahl gehabt, er hätte sonst zweimal den 7-5er bekommen, das wollte ich halt nicht, deswegen habe ich lieber erstmal den 4-4er getötet und dann gucken, ob das ist. Hat ein Biberstyle getop deck, ernsthaft? Oh. Hat er? Ja, dann nicht, doch hat er. Okay, wirklich, geh doch krank. Das Gegner muss da, aber du hast jetzt auch einen. Ja, gegen seine zwei Zwerge dann, ne? Genau, der muss beide ausspielen und dann wird! Dann denkt er sich, oh, was war ich für ein Penner in der vorigen Runde? Mir gebührt nichts anderes. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen allen zeigen. Komm, do it. Give us the dwarves, yeah! And that's it. Danke. So. Yes! Einen flotten Spruch noch gedroppt. Okay, jetzt geht er wieder. Bin gespannt, was er bekommen hat. What's going on? Ich finde die Reaktion mit diesem Typen so seltsam. Mit wem? Mit, irren Wissenschaftler. Weil Scientist. Weil halt das Secret, wenn es ein On-Irgendwas-Secret ist, löst es sogar noch aus. Wenn der zum Beispiel jetzt Minicopy gehabt hätte und ich den 2-2er mit einem Kodo töte, kriegt er einen Kodo zum Beispiel dafür. Wenn da keine Secrets mehr hat, oder wie? Oder was meinst du? Nee, wenn dieser 2-2, dann löst ja ein Secret aus seiner Tasche aus. Ja. Und wenn es ist wie zum Beispiel Minion duplizieren oder halt wenn Minion stirbt, kriegst du davon in die Hand oder sowas, dann löst das dann noch aus, sozusagen. Okay. Wenn du zum Beispiel mit dem Kodo den 2-2 tötest, kommt auf einmal ein Kodo in deine, aufs Feld von ihm kopiert. Wenn das ausgelöst hat. Oder wenn du Schlangenfalle, glaube ich, wenn du im Angriff tötest, wird ausgelöst oder. Was? Wir haben Zeit für die nächste Runde. Mario Deck rasch nach vorne. Aber gegen den Biber, das ist nicht gut Kirschen essen, ne? Nur gegen den Legendary Biber braucht man Ysera bisher. Und da kommen
kurz zu dieser WhatsApp-Diskussion haben sich viele Leute halt aufgeregt, weil die haben das halt gelesen. Also, wie stehst du dazu? Findest du das? Wie stehst du dazu? Findest du, ja, man soll schon ehrlich sein, vor allem wenn es der eigene Partner ist, oder denkst du da auch so ein bisschen wie ich, wo man denkt halt so, ich muss dir ganz ich habe auch schon mal gern meine Ruhe. Ich finde es einfach nur, mir ist das egal. Ich achte da nicht drauf, ob jemand meine Nachrichten gelesen hat oder nicht. Ich merke daran, ob es mir antwortet oder nicht. Und wenn er mir nicht antwortet, dann bringt mir auch nicht die Information, dass er gelesen hat, was. Es ist aber halt, ich finde es blöd in der Hinsicht bei Leuten, die etwas komplizierteren Partnerschaften stecken. Ja. Weil die dadurch auf jeden Fall ein größeres Stresspotenzial haben. Ja. Es gab bei uns in der Zeitung einen Artikel von, weiß ich, WhatsApp-Krankheit oder irgendwie so, die sich halt genau damit beschäftigt, dass du halt einen gewissen Stress ausgesetzt bist, wegen diesen ganzen, also das Kinder, also Schüler, weil die schreiben dann ihren Freund nicht zurück und die Freunde sagen dann, ja, was soll der Kack? Also ich habe davon so ein Dings gelesen, wo die Leute anscheinend echte Probleme dann bekommen, wenn sie nicht sofort zurückschreiben, weil dann glauben die, oh, das hat auch ein bisschen was mit, dann schreibt der Typ, dann weiß man, oh, der Typ liest ja nur, der schreibt ja nieder, den brauchen wir nicht fragen, wenn wir das nächste Mal irgendwas unternehmen oder so, weißt du? Das sind so Probleme, die dadurch auftreten. Weil dann steht, okay, er hat es ja nur gelesen, oh, der ist sicher sauer auf mich, ja, oh, scheiß auf ihn. Weißt du so? Das ist nicht mal so weit hergeholt. Möglicherweise ist das so. Möglicherweise hat er einfach nur schlichtweg keine Zeit gehabt zu antworten. Ja, so ist es ja im Endeffekt eh auch. Ich meine, damals bei der SMS, das hast du gelesen. Deswegen gibt es ja überhaupt SMS. Mhm. Damit ich halt nicht antworten muss sofort, weil dann kann ich gleich anrufen. Aha, schon oder? Wieder. Ja. Weil, Mir kommt doch oft vor, auch gerade bei Nachrichten, die mir mit Steve aus Skype geschickt werden, ich lese sie dann, überlege mir gerade die Antwort, dann werde ich abgelenkt. Und dann kommen wir dann irgendwann später, so 20 Minuten, gucke ich dann mal rauf, so, ups, da war ja was. Dann hat irgend so ein Clown geschrieben, ehrlich wert am längsten, wer seinen Schatz schon wegen sowas belügen muss, dann ist es eh zu spät. Das sind die dümmsten Leute überhaupt. Da geht's ja nicht darum, um die zu belügen. Das ist ja nicht gewesen, oder? Mhm. Geht nicht darum, dich zu belügen. Aber es geht darum, dass ich jetzt schaue und ich sage jetzt nicht meine Alte, aber das wäre halt lustig in dem Moment. Aber die Freundin sieht, dass du es gelesen hast und du hast einfach keine Zeit, dann sitzt du wieder ein paar Minuten und musst sagen, Schatz, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut, alles okay, ich hatte nur gerade keine Zeit. Und das nervt einfach. Dreck, Schreck unserer heutigen Zeit, ich möchte wieder 1990. Ehrlich, da waren die ganzen guten Spiele auch noch vor uns. Ja. Ocarina of Time 99 war die Shit, ist rausgekommen. Das Spiel 3 Wochen lang Dauer gezockt. Heute kommt ein neues Spiel raus, du zockst es 3 Tage, bist fertig. Oh, wo ist der nächste Blockbuster? Und fast schon wieder vergessen. Kein Schwein schaut halt noch Watch Dogs nach. Oder Destiny wird noch häufig gespielt, vor allem wenn du Twitch schaust. Finde ich sehr geil. Aber es ist so schnelllebige Zeit alles und das nervt und dann auch noch der Stress, weißt du, dann spielst du gerade Destiny. Jetzt dreh ich auf. Du spielst gerade Destiny. Ja. Und bist gerade in einem fetten Raid. Schaust nebenbei, oh mein Handy, Leute, schaust, die Freundin schreibt, was machst du? Ja, jetzt zu erklären, dass du gerade eine Heldentat vollbringst, wird ihr scheißegal sein. Sie will, dass du ihr antwortest und du denkst, nee, die Welt retten ist schon wichtiger. Und legst auf. Und dann hast du die Scheiße. Und dann kommen Clowns wie dieser Typ, ehrlich wird am längsten. Ein Scheiß wird am längsten. Weißt du, dann. Du weißt, du bist bei mir, oder Mario? Ja, ich bin bei dir, ich hör dir zu. Ja. Nein, ich sag, you know what I'm saying. I love you. Ja. Nein, echt, das nervt. Ja, ich verstehe dich. Das ist mir auch aufgefallen, wenn du jetzt drüber nachdenkst, so früher, Super Mario 64 oder sowas, hast du halt 5 oder 10 Mal durchgespielt. Da hast du ja immer gesagt, oh, ich hab ja Lust, ich spiel immer noch mal durch. Oder genau, so. Ja. Aber jetzt genau, würde ich niemals hinsetzen und sagen, ich möchte nochmal Watch Dogs durchspielen. Ja, genau. Was soll ich? Und ein Spiel, was ich letzte Zeit hatte, was dieses Gefühl war Walking Dead, wo ich wirklich dachte, von mir, eigentlich könntest du ja nochmal eine andere Geschichte, ein anderes Teil der Story spielen oder sowas. Das war wirklich das einzige bisher. Bei allen anderen
Was hat er denn da im Frostbild? Eule. Biberstrike! Ach, schade. Oh, da ist dieser Artikel. Was ich da gefunden habe. Und das ist so, was Schüler denken. Und das macht eh Sinn. Ah, wie gerne ich einen Flamethrower jetzt gezogen hätte. Oder einen Blizzard. Ah, unsere Biber-Fähigkeiten verlassen uns Kapuze. Er kommt jetzt. Jetzt kommt gleich der Strike, wir sind. Ich habe ihn herbei schon. Was soll ich nur tun? Ah, der schöne Beaver Strike. Oh, geht auch noch ein Schaf. Wo ist der Strike? Oh, Beaverino, Beaver Stress. Oh, ich möchte meinen Flamestrike haben und eine Chance haben zu überleben. Ah, natürlich Schaf oder Hex natürlich die perfekten Konterkarten gegen das hier, weil dadurch halt mir eine 2 Schafe gibt. Anstatt zweimal den 3-5er, den ich eigentlich haben wollte. Yeah, 2 Mighty Sheets. Ah, Flamestrike. Where are you? Für den Kreuzzug! Flamestrike, I need you! Come to me! Rescue me! Das bist du nicht, Flamestrike, aber jetzt machen wir 3 Schafe aufs Feld. Yay! Die Schafherde auf dem Feld. Jetzt hat er, ich glaube, er hat ein bisschen Angst schon, der Typ. Ah, hast du schon das Flamestrike, was da gegen Gegner halt hauen können, aber wir ziehen ihn nicht. Wir sind wir für einen Biber, wenn wir keine Biber sind. Wir sind halt jetzt wieder in der Position, eigentlich so Schurke gegen Biber. Ja, genau. So richtig, das ist jetzt alles halt off-topic, aber ich denke, es interessiert vielleicht auch die Leute, die was jetzt zuhören. Ja, können wir weiterreden. Also, es hat einer geschrieben, mit dem Stress und so, ne? Dann heißt es, man muss den nicht sofort schreiben. Und dann stand's, und dann hat ein User geschrieben, find den Artikel gut geschrieben. Auch viele Kommentare aller, dann lässt man sich halt nicht stressen, mögen grundsätzlich richtig sein. Man muss jedoch auch den Freundschaftskreis und das Alter bedenken. Oh, Strike! Ich habe eins zu spät leider, jetzt kriegen wir 7 Schaden rein nächste Runde dadurch. Hat er geschrieben, vor 10 Jahren war uns das unangenehm, wenn man seit 3 Stunden auf eine SMS nicht zurückgeschrieben hat, aber war noch okay. Aus Stunden von früher sind halt jetzt Minuten geworden. Wenn es aber öfters vorkommt, schreibe ich halt mit dem nicht mehr so oft. Das zieht natürlich alles Weitere mit sich. Man weiß nicht mehr, das Neueste wird beim Fortgehen als Letzter gefragt, etc. Und entfernt sich daher immer weiter von der Gruppe. Das ist für einen 17-Jährigen noch unleibender als ein bisschen Stress beim Tippen, denke ich. Weißt du? Und das ist genau das! Es ist genau dieser Stress, den du dich abgibst, weil du dann halt einfach deine Freunde, die erwarten... Au? Ja, weißt du nicht, wir lassen ja auch reden. Ich bin aus dem Meeting rausgeflogen. Ach so? Beim Bisschen noch ja. Drin, ne? Okay, ne, jetzt bin ich noch nicht zu Hause. Du warst ja eh nichts. Siehst du nur, wie uns der kritische Biber wegbiebert, weil wir unsere Biber-Sachen nicht gezogen haben. Okay, okay. Na, aber das ist genau das. Es ist. Ja. Ich finde das schrecklich. Echt, es ist. Und jetzt noch das zu unterstützen, indem man einfach dann sieht, ja, hat er gelesen oder nicht. Und da kommen doch Leute wieder hier! Schreibt ehrlich, wer am längsten. Boah! Okay, ah, 6 Schaden hat er, aber hat aber easy. Da hat jetzt der Video Strike hätte eine Runde früher kommen müssen, da wäre alles super gewesen. Ich hörte, ihr habt ein Problem. So sind wir jetzt voll am Arsch, leider. Eine Sekunde früher bibern, alles wäre schön. Ja, das war's. Ich hätte doch so ernst gehört nochmal, sonst ich hab. Okay, that's it, cheers. Yes! Das ist. Schade, aber ohne Biberkarten kann man nun mal nicht richtig wegbibern. Ich meine, hier, die kam einfach zu spät.
Eine Runde früher. Alles sehr schön. Eine Runde, du Scheiße. Egal, komm, wir haben 4-1. Ja, es ist halt schade. Bieber. Es ist halt schade, wenn man weiß, hätte man die etwas früher gezogen, man hat ja der Zweite von dem Deck, wäre alles schön gewesen. Hätte ich mich so abkrepeln müssen, irgendwie aufs Feld zu kommen. Na egal, das war's dann für die Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.